Hallo meine lieben Leute und Schweine und andere Kreaturen. Ja, ich mach mal kurz weiter. Ich habe jetzt aus einem ganz bestimmten Grund mir jetzt den Tee genommen. Ihr seht etwas vielleicht schon. Ich bin in der Pistenhalberwelt, also man sieht es nicht. Aber ich habe etwas mit Noah-LP aufgebaut. Und zwar ein Wargear. Ich glaube, Kriegsgefährt heißt das. Oder so. Ich zeige euch erstmal alles. Also, ich zeige euch auch nochmal von außen. Wir machen genau wie Mr. Creative TV eine Wargear-Liga, ungefähr mit 10 Wargears. Dann fangen wir irgendwas anderes an. Wir sitzen direkt was. Hier ist man in der Brücke, also es gibt nicht so viel zu kontrollieren jetzt. Also ich habe das jetzt hauptsächlich auf TNT-Kanonen abgestimmt. Dann haben wir hier solche Einer-Kanonen. Das war als erstes, also das Wargear heißt übrigens White TNT, White wegen White hier. Und das sind sozusagen Augen darstellen, sozusagen. Ich mache erstmal einen Rotgang und dann tun wir die Kanonen abfeuern. Also ich habe da vorne jetzt nicht irgendwas aufgebaut. Hier hat man aber das gleiche Prinzip alles. Das ist quasi das meiste ist eigentlich nur rüberkopiert. Dann gehen wir mal hoch. Also es gibt drei Stockwerke. Hier so hat man so zwei Kanonen nebeneinander. Und dann noch ein Stockwerk höher. Da kann man sich dann entscheiden, ob links oder rechts. Wir gehen einfach mal an beide Seiten. Hat man dann die besseren Kanonen. Das sind die stärksten des gesamten Wargears. Ja. Und ihr seht, die machen nicht sehr viel aus. Aber die bomben auch nicht direkt dahin. Die bomben nicht geradeaus. Da geht eine in die Richtung und eine in die Richtung. Also überall hin und so. Und gehen wir mal hier hin. Ich mache nochmal das gleiche. Und wir gehen erstmal raus. Oder nein, wir gehen erstmal runter. Weil es gibt nämlich auch noch einen kleinen Kellergang. Dann ist man in den Füßen des Wargears. Da hat man auch nochmal solche kleinen Kanonen. Also die enden dann ungefähr hier so. Enden die dann? Ah, ich brauche Grasblock. Und das gleiche hat man nochmal auf dieser Seite. Ich würde sagen, wir beladen einfach mal los. Also die belädt man ganz normal. Wenn ich hier reinkommen würde. Ja. Die belädt man einfach so ganz normal wie so immer in Wargears. Also das ist jetzt auch das erste Wargear. Also entschuldigt mich bitte dafür, wenn da. Also gibt jetzt keine zu scharfen Kriterien. Also ihr seht, da hinten hat es eingeschlagen. Gucken wir uns dann auch nochmal die Schaden von dem Einschlag an. Also aber das Wargear finde ich jetzt ist recht stark sogar. Früher sind mir immer die ganzen TNT-Kanonen in die Luft geflogen. Und ja, das müsste auch wieder dort drüben eingeschlagen haben. Oder halt ganz woanders. Ich guck einfach nochmal. Also ich darf auch nicht wirklich so übertreiben mit der Zeit. Aber ich glaube, das wird auch nicht so passieren. Wir nehmen schon 5 Minuten auf. Das könnte sogar sein, dass es passiert, aber ich glaube. Ich habe dieses Wargear auch schon unter Beschusstest gehabt. Ja, jetzt hat es eingeschlagen. War es vielleicht gerade irgendein Fehler? Gehen wir wieder in den ersten Stock, die Brücke. Oben hat man auch noch Panoramafenster. Ja, stimmt. Panoramafenster. Also, das Wargear ist durch den TÜV gekommen von mir selber. Also, unter Beschusstest ist er dann auch durch den TÜV gekommen und ich glaube, das hat jetzt nicht selber die Luft gejagt. Nein,
Und also da waren dann bloß die im mittleren Deck waren dann die Kanonenschrott. Ganz einfach dadurch, weil ich hatte halt. Das ist ein bisschen laut, entschuldigt mich dafür. Ganz einfach dadurch, ich hatte. Was hatte ich? Ja, die Kanonen, die schießen immer dorthin, wo sie wollen. Und ich werde jetzt keine Profi-Kanonen hier irgendwie einbauen. Die so übelst schräg sind und sowas. Sowas werde ich nicht einbauen. Ich gehe immer mal in die Hauptkanonen. Also an die großen Kanonen quasi. Die Hauptkanonen sind ja nämlich die, neben der Brücke die zwei, die blau eingerahmten. Halt von außen, das sind die Hauptkanonen, das wir nennen sie Eis, weil es so aussieht wie Augen. Das soll auch Augen darstellen. Dann habe ich dann Kopfplatz zu wenig gesetzt, nein, habe ich nicht. Ich war auch noch ein Video dann unter Beschusstest. Vielleicht baue ich das auch gleich nachher rein, aber vielleicht nicht machen, dann muss ich ja erstmal eine TNT-Kanone und sowas bauen. Und dann gehen wir mal auf die Brücke, würde ich sagen. Aufs Panorama. Panoramafenster, ja, man sieht, das hat recht hohe Einschläge. Hier hat man übrigens die Scheinwerfer, habe ich aus Glowstones gemacht. Weil in der Xbox-Version gibt es einfach keine Redstone-Lampen. Man weiß nicht, was das beim Game. Ich habe das so gemacht, weil es einfach cool aussieht, wenn das dann hier so nachts dort eingescheint wird. Und sowas. Ich bin übrigens der Boxer-Sieg, halb nackt hier. Und wir gehen einfach mal raus. So. Wie man sehen kann, hat es ein bisschen Schaden angerichtet. Das waren die. Das war, ich glaube, die Kanone. Das wird die gewesen sein. Irgend so inne. Dann wird das gewesen sein. Ich kann da hingetroffen. Da hat bestimmt die eingeschlagen. Das meinte ich übrigens mit dem Eis. Das meinte ich auch mit Eis. Und also es ist alles, ich glaube, so das meiste ist gespiegelt einfach. Ich werde jetzt nochmal eine TNT-Kanone aufbauen. Und ich werde das nochmal kurz unter Beschusstest machen. Ich nehme einen Eisenblock. Genau. Ich muss kurz alles einsammeln. Ich baue eine kleine TNT-Kanone hin. Ich werde die recht weit unten machen. Damit womöglich auch die Brücke trifft. Das wären jetzt die kleinen TNT-Kanonen, die in dem Stockwerk sind und in dem hier, in der Mitte. Dann ist kleinere halt. Das ist nicht so schwierig. Also ich habe das alleine aufgebaut, aber halt nur LP hat mitgemacht. Da heißt es übrigens Grimm. Wassereimer. Was brauche ich noch? Redstone, Repeater, ein Button und solche Steinstufen. So. Setz es da drauf, mein liebes Freundchen. Setz es da drauf. Nein, das ist ja ein Knopf. Nein. Dann machen wir da nochmal einen Eisenblock hin. Also ich will nicht überziehen. 9 Minuten 36, da überziehe ich noch nicht wirklich. Übrigens, wer es wissen will, die Repeater müssten immer einer auf 4 und dann einer auf 1 gestellt werden. Dann wird das ungefähr. Dann ist das so eine Einstellung wie halt bei mir im Borgia. Ich werde auch eine E-Mail an den Mr. Creative e.V. schreiben. Ganz einfach dadurch, weil er baut ja auch Borgias.
Da wollte ich mal wissen, wie er so meins findet. Aber jetzt nicht so, hey, das ist zu klein, viel zu wenig Technik, kein Alarm und sowas. Ich habe nicht wirklich lange dran gearbeitet. So. Hoffentlich ist es in die Luft. Es ist nicht in die Luft geflogen. Aber es hat ein bisschen Schaden angerichtet, also. Wir beladen es einfach nochmal. Bums, bums. Ja, die erste Kanone ist Schrott. Also diese gehen am meisten, am ehesten Schrott, also sind am schnellsten Schrott, kann man sagen. Die anderen sind dazu schon relativ stabil. Also habe ich jetzt bemerkt, dass die relativ schnell Schrott gehen. Einfach mal da rein. Hui. Ja, also man sieht hier, so hast du komplett kaputt. Also das Deck kannst du vergessen. Das kannst du jetzt quasi nur noch hier. Kann man quasi nur noch die Kanone, und die ist auch schon kaputt, und die nehmen. Und bitte auch nicht reinschreiben, ey, hat sogar keine Panzerung und la la la. Wo kommen die Glowstones her? Das will ich jetzt mal wissen. Wo kommen die Glowstones her? Ach so, da oben. Den hat's auch getroffen. Also ein Auge hat schwer getroffen. Also ich würde so sagen, 15% Schaden hat's. Der Rest würde jetzt alles einfach noch gehen. Ich tue einfach nochmal eine abfeuern und dann tue ich gleich hochladen, das Video. So. Und da hat jetzt dies auch zerpfeffert. Also die zwei, eine große Kanone ist noch intakt und die beiden Fußkanonen sind noch intakt. Die müsste noch intakt sein. Die beiden. Und die da oben. Also. Und die hier ist noch ein bisschen intakt. Also man könnte das jetzt quasi so machen. So und so und so. So und so und so und so. Aber wir haben den Redstone mit dabei. Man könnte die also reparieren. Jetzt den Repeater einfach. Nee. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Und gucken mal, ob das geht. Sonst fliegt uns das ja alles um die Ohren. Also es hat doch funktioniert und die Trümmerteile fliegen auch schon rum. Dann würde ich sagen, ich nehme meine Maus und beende dieses Video mit einem freundlichen Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Dominik LP.